Jetzt am Wort, ebenfalls von den Freiheitlichen, ist Erwin Angerer. Und man stimmt ja, man sollte sich nicht zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen, aber ich kann mich nur gut erinnern, im Jahr 2020 haben wir den Rechnungsabschluss von 2019 diskutiert und das war nach 60 Jahren das erste Mal, dass der Bund weniger Geld ausgegeben hat als eingenommen. Und in den letzten zwei Jahren, und da hätte ich als Finanzminister schon ein schlechtes Gewissen, haben wir fast 60 Milliarden neue Schulden aufgebaut. Wir haben einen Schuldenberg von 343 Milliarden Euro pro Einwohner, pro Österreicher, vom Kleinkind bis zum Kreis sind das 46.000 Euro. Also es ist eine Schuldenpolitik, die meines Erachtens nicht so fortgesetzt werden kann. Und das sind ja nur die Schulden auf nationaler Ebene. Und der Axel Kassecker hat es ja in seiner Rede schon angesprochen, wir haben ja auf europäischer Ebene dasselbe fabriziert mit den 750 Milliarden, die als sogenannter Wiederaufbaufonds von der Frau Lagarde ausgegeben wurden, wofür wir ja auch haften in Milliardenhöhe, ca. 15 Milliarden Euro und eine Gelddruckmaschine angeworfen. In den letzten zweieinhalb Jahren sind pro Tag 4,5 Milliarden Euro auf den Markt geworfen worden. Und dann wundern wir uns über eine Inflation. Das ist hausgemachte falsche Fiskalpolitik und die hat diese Bundesregierung mitgetragen. Und das ist Ihr Fehler, den Sie in den letzten Jahren begangen haben. Und jetzt haben wir eine Preisentwicklung, vor allem auch was den Strom betrifft. Und Sie sagen selber, Herr Minister, im Report zuletzt, man muss an die Ursachen rangehen und nicht an die Symptome. Sie sind aber immer noch bei der Symptombekämpfung. Sie versuchen es immer noch mit Einmalzahlungen zu machen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jemand mit einem Blinddarm, mit einem Entzündenden im Bett liegen habe und die macht Großmutters Rezept und er kriegt Essigpatscherl und Topfen aufgelegt, bis es halt dann nicht mehr geht. Und dann wird er operiert, dann ist vielleicht die Operation gelungen, aber der Patient tot. Und genau das passiert jetzt mit der heimischen Wirtschaft. Und da müssen ja die Alarmglocken schrillen und man muss endlich an die Ursachen herangehen. Und wenn heute der Chef der Antritz sagt in einem Interview, ganz unverhohlen, wird die Industrie aus Europa abwandern, dann sagt er, ja, das wird passieren. Dann muss ja bei der ÖVP irgendwann einmal einer aufstehen, vielleicht einer von der Wirtschaftskammer oder Herr Kopf und sagen, hey Burschen, stopp, wir müssen jetzt was tun. Oder der Finanzminister steht vielleicht auf und sagt, stopp, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen in den Markt eingreifen. Es kann nicht sein, dass die Strompreise durch die Decke gehen und sich die Wirtschaft das nicht mehr leisten kann und damit der Wirtschaftsstandort Europa, Österreich, für den unattraktiv wird und die abwandern. Und das passiert. Und zusätzlich, jetzt gehen Sie noch den anderen Weg, belasten Sie diese Wirtschaft noch mit einer CO2-Steuer, weil Sie mit einem Klimawahn von den grünen Getriebenen durchs Land laufen und belasten diese Wirtschaft noch zusätzlich mit Steuermaßnahmen im eigenen Land. Sanktionen gegen Russland. Verrückt. Also die wirken, ja, gegen die eigene Wirtschaft. Wir alle spüren es wesentlich mehr als Russland. Und niemand ist noch auf die Idee gekommen, dass man mal sagt, Man versucht mit den Konfliktparteien zu reden und diesen Konflikt zu beenden. Das Einzige, was ich heute gehört habe, es gibt keine Alternative zu den Sanktionen und wir müssen weiterhin Waffen liefern. Also wie soll so ein Konflikt beendet werden? Und vielleicht, es kommt der 10. Oktober, könnte man ja in Kärnten ein Beispiel nehmen. Da hat es auch einen Aggressor gegeben vor 100 Jahren, der Kärnten überfallen hat. Und dann hat man in Kärnten eine Volksabstimmung gemacht und hat so diesen Konflikt beigelegt. Wir könnten sogar noch Minderheitenrechte, wie man Ortstafeln aufstellt, das könnte man alles liefern nach Russland, in die Ukraine. Man könnte dort einmal den Vorschlag machen, eine Volksabstimmung zu machen. Sie schütteln den Kopf. Warum lasst ihr nicht ihr entscheidet über Leben und Tod in der Ukraine mit euren Waffenlieferungen. Lasst die Leute vor Ort entscheiden. Macht einmal den Vorschlag, dass dort eine Volksabstimmung gemacht wird, wer wohin kommen soll, ob sie bei der Ukraine bleiben sollen oder nach Russland wollen. Und deshalb, was die gesamte Energiepolitik betrifft, Herr Minister, Sie müssen endlich ins Handeln kommen und in die Ursachen eingreifen. Und deshalb bringe ich einen Antrag ein auf Aussetzung des Merit-Order-Prinzips von den Abgeordneten Erwin Angerer und Axel Kassecker. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sich umgehend und mit Nachdruck auf der europäischen Ebene für eine sofortige Aussetzung des sogenannten Merit-Order-Prinzips zur Strompreisfestsetzung einzusetzen. Nachdem Sie sich selbst gefordert haben im letzten Report, Herr Minister, gehe davon aus, dass Sie es unterstützen. Danke.